Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Frozen Synapse. Wir haben mal wieder einen kompletten Abschnitt erreicht, von denen es ja ewig viele gibt. Nee. What is this? Fighting's making me horny? Hey. Vertiefen wir uns jetzt gar nicht in die Story. Schneiden wir rein ins Geschehen. Ja, komm. Ich heuche jetzt gar kein Interesse. So toll ist die Story dann doch nicht. Ah, dafür ist das Kämpfen und Taktieren umso schöner. Und das auf Ladebalken starren auch. Na komm. So. Jetzt können wir es ruhig mal lesen. Sofort ins Glaive based. No winners on the attack. We need to push. Counterattack. A Glaive Commando Unit. Der sieht merkwürdig aus. Okay, alle Gegner bzw. alle bis auf einen 15 Zügen töten, das ist leicht zu verstehen. Ah, es ist eine Dark Map, das heißt, ich muss Sichtkontakt haben. So, als allererstes, geh dahin. Und obwohl, was passiert denn, wenn der direkt hier hingeht? Und ich mit dir. Das mache. Was? Doch einfach so. Du bist da runter. Was passiert nicht? Ja, sowas muss ich befürchten. Okay, hier mache ich dann ein Cancel Aim. Ja, hier drauf ein Ignore Enemy. Ist dorthin. Gut, das gefällt mir. Ja, den kann ich nicht stören, aber ich finde es interessant, dass er eine Doppelshotgun hat. Was auch immer das genau ihm bringt. Ja, hier. Man sieht's. Handgranatentyp hatte ich, glaube ich, auch. Ja, hatte ich schon mal. Beweg dich erstmal bitte hier hin. Von dort. Dich dahin. Werf einfach da rein und dorthin ab. Du gehst dorthin. Ja, Raketenwerfer. Bin ich mal gespannt, was der macht. Um die 5 kann ich mich auch erstmal nicht kümmern. Gehen wir dann einfach mal los. Idealerweise tötet mein Shotgun-Typ einen und überlebt.
Die Handgranate, naja, das ist so auf Verdacht, der da unten, der Maschinengun, na, könnte was tun. Und ich bin halt wirklich mal auf die Spezialeinheit gespannt, was die so macht, kann, tut. Weil wenn sie schon sagen, Spezialeinheit in anstatt Kugelfang und nutzlos, dann erwarte ich auch einiges. Gut. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Das war's? So, du gehst als erstes dorthin. Und hältst in die Richtung Ausschau danach. Mit dir hier und werf direkt noch einen rein und du wirst dich wieder verstecken. Und ja, das war's dann auch, was ich machen kann. Ja, das war knapp bei dem Raketenwerfer. Nur ein kleines Stück weiter und ich wäre tot gewesen. Na, aber sonst war es ja fast so das, was ich mir erhofft habe. Da unten, der ist nicht gestorben, aber das war auch nicht zu erwarten. Zwangsläufig, dass er stirbt. Ah, das mit der dämlichen Spezialeinheit. Wieso stellen sie die überhaupt auf? Dass man sich denkt, was kann der wohl? Sehr schön, das lief sogar noch besser als erwartet. War es der Raketenwerfer-Fuzzi? Jo. Ja. Whatever. Gut. Der hier ist hier rausgerannt. Das macht es für mich nicht einfacher. Vor allem mit ihm hier zu werfen. Ich stehe zu... Wenn ich näher dran gehe, kann ich dann darüber werfen. Ich muss noch ein Stück weiter nach vorne. Da ist dann direkt so viel Schwung. Mache ich dann so und direkt wieder dahinter. Ja. Gehe ich einfach dorthin. Du. Weil er immer noch diese Linie hat. Cancel Aim kann ich noch anhängen. Gehst bitte um die Ecke. Fängst an rein zu zielen. Gehst und gehst hier rüber. Ja. Ja, aber der Raketenwerfer hat mir eh nicht mehr so viel Angst gemacht. Der Shotgun-Typ war zu nah dran und die anderen waren erstmal in Sicherheit. Aber naja, was tot ist, ist tot. Braucht man jetzt sich nicht mehr die Gedanken drüber zu machen. Schade, dass der andere nicht mitgestorben ist, der Maschinengunner da hinten. Aber bislang ist der Shotgun-Typ auf jeden Fall Kandidat für Man of the Match.
Shit. Der hat sich dahin. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er so einen Schuss macht. Würde er da stehen bleiben, würde ich ihn treffen. Der Typ ist jetzt aber auch nutzlos. Cancel Aim. Naja. Komme ich so weit in einer Runde? Im Leben nicht. Und zur Sicherheit geht er mal so dahinter. Ja, was machen wir mit dir denn stattdessen? Von hier hinten komme ich auch nicht mal irgendwie darüber, dass ich... Naja, was bleibt mir übrig? So ein Ding und weiter und beste Hoffnung war. Ich muss irgendwie nach da ganz unten, damit ich vielleicht da irgendwann mal einen schönen Wurf herkriege, aber bislang ist der unnütz. Ich wüsste nicht, was ich mit dem anfangen kann. Der eine steht im Offenen, also unmöglich den zu treffen, außer mit purem Glück. Und der andere steht gut verschanzt da. Was? Den habe ich damit trotzdem noch erwischt? Wow. Naja, das Duell hätte ich hier auf jeden Fall auch gewonnen. Und damit ist mein Shotgun-Typ Man of the Match. Gut, Silber, Score, jo, was auch immer. Ich danke fürs Zusehen und man sieht sich beim nächsten Mal.